Herzlich willkommen zum Topspiel der Fußball-Bundesliga. Bayern München gegen BVB Borussia Dortmund. Wenn wir einen Blick auf die Tabelle machen, werfen, was auch immer, sehen wir sind hinter Dortmund. Sollten wir gewinnen, wären wir Erster. Das, denke ich mal, reicht schon an Voraussetzung für dieses Spiel. Dortmund hat eine super Defensive, nur jedes dritte Spiel ein Gegentor. Das ist schon ganz schön gut. Aber wir können sie schlagen, da bin ich mir ganz sicher. Unser Team würde ich fast so lassen, aber würde ich gerne Breno rausnehmen. Für ihn spielt Badstuber. Und bei Müller bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich Müller spielen lassen soll oder Kroos. Ich denke aber mal, wir lassen da nochmal Kroos drin, weil der doch über Distanzschüsse was bewegen kann. Verletztenliste mal ganz kurz durchgucken. Dann gibt es da so einen verletzten Spieler. Christian Eichner, Baumjohann, Christ Bogatetz, oh ja, Kallenberg, Chris, Eggimann, Pinto. Okay, das geht ja nur 5-6 Verletzte in der ganzen Liga. Das ist ja schon recht gut. Beträge nochmal kurz reingucken. Da laufen aus die von Butt und Timoschuk. Beide weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Gefejo. Den muss man ganz klar aufbauen. Aber Butt wird, denke ich mal, gehen. Saisonende. Timoschuk weiß ich noch nicht, wie wir das da weitermachen. Jetzt auf jeden Fall erstmal das Spiel zu Hause gegen Borussia Dortmund. Die haben Götze als Kapitän. Oder wie deutlich ich das eben deuten? Okay, auf jeden Fall. Die Mannschaftsausstellungen für den 19. November 2011. Anstoß 18.30 Uhr in der Allianz Arena Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wir spielen mit Neuer, Richards, Boateng, Badstuber, Lahm, Luis Gustavo, Schweinsteiger, Robin, Kroos, Ribéry und Mario Gomez. Unsere beste Elf, die wir haben. Bei Dortmund spielen Weidenfeller, Piszczek, Hummels, Subotic, Kringe, Kehl, Gündogan, Götze, Kagawa, Ivan Perisic und Barrios. Zuletzt mit einem 4:1 gegen Wolfsburg, davor ein 1:1 gegen Nürnberg und ein 1:0-Sieg gegen Köln. Gucken wir noch kurz auf deren Ersatzbank. The Langerack, zweite Torhüter, Felipe Santana, Leitner, Blaschikowski, Lewandowski, Zidane und Cappagnaro. Ein Italiener, ich glaube vom SSC Neapel gekommen. Haben wir gegen den vielleicht sogar noch im Testspiel gespielt? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, der war dann noch da. Okay. Zwei Versuche hatten wir jetzt eben, haben nicht getroffen und ich muss den Kommentator ausstellen. Hier ist die Allianz Arena auf den Kommentatorenplätzen. Manni Breukmann. Dass ich da aber auch nie dran denke, ne? Schon schlimm, jetzt haben wir den schönen Vorspann verpasst. Na gut, müssen wir uns eben mit dem Spiel begnügen. Los geht's. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Gündogan. Kringe. Robben setzt gleich mal gut nach. Robben. Und geklärt. Im Einwurf kam ich nicht durch gegen die beiden Dortmunder. Richards, Robin. Hinten steht Gomez. Aber geklärt vorher. Ja, ich nehme jetzt gerade Freitagabend auf. Eigentlich ziemlich spät. Eigentlich wollte ich das früher machen. Hab aber keine Zeit gehabt. Deswegen mache ich es jetzt. Und vor ein paar Stunden war ja die EM-Auslosung. Da hat Deutschland ja echt eine super Gruppe erwischt, ne? Der Niederlande, Portugal und Dänemark. Aber da muss man durch. Mit Theo Zwanziger, der danach zurücktritt. Hat er auch kurz nach der Auslosung bekannt gegeben. Jetzt schöner Spielzug der Dortmunder Perisic. Und da ist das 1:0 für Borussia Dortmund. Shinji
Kagawa, gelbe Karte gab es noch von uns, ich weiß auch nicht für wen. Ach du großer Gott, meine Güte. Zuletzt haben wir auch schon 1-1 gegen Augsburg gespielt, ne? Und heute habe ich mir eigentlich fest vorgenommen zu gewinnen, damit wir auf Platz 1 stehen. Bisher sieht das nicht so aus. Was war denn da dran jetzt bitte ein Foul? Ich habe doch ganz fair den Ball dem Dortmunder abgenommen. Okay, neuer. Schweinsteiger, der braucht Stunden, um den Ball anzunehmen. Spree, Lahm. In die Spitze zu Gomez und hat Fraps eine neue Datei gestartet. Deswegen ein kleiner Ruckler. Und schon hat Dortmund den Ball. Gustavo, jetzt stellt er schön seinen Mann rein, also seinen Körper rein, seinen Mann. Badstube. Groß. Gomez. Der Ball kommt nicht an. Dortmund hat den Ball, baut auf. Über Götze. Barrios. Und Badstube ist da. Sehr, sehr gutes Zweikampfverhalten von Holger Badstube. Und jetzt haben wir mal uns schön vorgespielt bis zum 16er der Dortmunder und dann ist da so ein schlechter Pass, wo echt gar keiner was mit anfangen kann. Kakao. Gündogan. Schön hier von Robben gestört, aber Dortmund bleibt am Ball. Erstmal. Dann können wir stören. Schweinsteiger. Schön gesehen, dass Richards damit läuft. Und der zu Groß. Ach, und was war das denn? Was war das denn? Junge, Junge, Junge. Groß. Ach. Es sind ja echt zwei Bayern-Spieler und der passt genau zwischen die beiden zu dem Dortmunder. Götze gegen Lahm. Lahm macht das super. Jetzt wieder Gomez. Er soll in die Spitze gehen, nicht da am Rand rumgurken. Mann, ist das denn so schwer. Badstuber macht das hier super. Nicht super spielen. Von Holger Badstuber. Beim Gegentor weiß ich jetzt nicht genau, wer dann unsere Abwehr geschlafen hat. Ich glaube, es war eher Boateng. Der da nicht ganz auf Augenhöhe war. Jetzt klärt er auf jeden Fall erstmal. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass Dortmund das Spiel bestimmt, ne? Ich weiß auch nicht. Seit so ein paar Spieltagen sind wir irgendwie raus aus dem Tritt. So ein kleines Tief. Hier werden wir wieder sehr schön umgemäht. Gibt natürlich keinen Freistoß für uns. Es wäre ja unfair den Dortmund gegenüber. Lahm jetzt hier schön, sehr schön. Einwurf Dortmund. Da steht jetzt Piszczek ganz frei. Aber Badstuber ist da. Lahm. Und Jungs, ein Angriff noch vor der Pause. Jetzt schön über Ribéry. Du hast doch jetzt Platz, Junge, oder? Groß und Subotic. Bei mir ruckelt es gerade ein bisschen. Gustavo. Nochmal nach vorne geballert. Jetzt habe ich da gerade meinen eigenen Mann umgegrätscht. Leute, im Real Life hat doch Dortmund auch 1-0 gewonnen. Und das wollten wir doch heute besser machen als die Bayern da. Der Punkt wäre ja gar nicht so schlecht. Aber dazu bräuchten wir ein Tor. Das scheint heute irgendwie nicht drin zu sein. Okay, 1-0 für Dortmund zur Pause. Shinji Kagawa macht mit dem Tor. Von Groß kommt genau gar nichts, finde ich. Micah Richards schläft da. Bisschen. Okay, andere Halbzeitstände. Leverkusen 2-1 in Kaiserslautern. Bremen 1-1 in München, Gladbach. Hoffenheim führt 1-0 in Hamburg. Freiburg führt 2-0 gegen Hertha BSC Berlin. Und Stuttgart 3-1 gegen Augsburg. Wir wechseln. Und zwar bringen wir für den enttäuschenden Toni Kroos Thomas Müller. Das ist gut, Müller kann mit in die Spitze gehen. Zwei-Mann-Sturm jetzt also, mehr oder weniger.
Ist ja auch schön, wenn man so einen Müller zur zweiten Halbzeit bringen kann, ne? Ist ja schon nicht schlecht. Okay, jetzt gucken wir gleich mal. Schweinsteiger. Über ihn. Na. Und da war zumindest so ein bisschen Kombination drin. Ein bisschen. Das jetzt schön gemacht. Durchaus. Dann kommen sie nicht zum Abschluss. Schade. Jetzt wieder Barrios. Kagawa. Gustavo abgedrängt. Kringel. Perisic. Robben macht den Weg mit nach hinten. Widgets. Gustavo. Wird er gefoult, aber es gibt keinen Freistoß. Widgets. Gomez. Ein Schweinsteiger gegen alle. Alle gewinnen. Nur eben Schweinsteiger. Ja, das Ergebnis ist natürlich ärgerlich. Ich rede heute auch nicht so viel, ne? Schön jetzt von Boateng. Da steht einer frei. Gut gesehen. Jetzt schnell kontern. Und dann stellt Hummels den Körper dazwischen. Hat einen Ball. Das geht zu einfach. Jetzt ist wieder Hummels da. Können nicht einmal den Ball behaupten, ne? Können sie nicht. Haben sie nie gemacht. Dann hier so eine einfachen Spielzüge. Das war ganz wichtig, dass er da noch zwischen war. Müller. Gomez, gelbe Karte. Nach Foul an Gündogan. Ja, richtig. Kleines Frustfoul. Aber vielleicht zeigt das auch, dass er hier mehr will. Hier schön abgeräumt. Dortmund wechselt. Dortmund wechselt, bringt Leitner für Perisic. Perisic viel gelaufen. Wir stellen jetzt mal auf Offensiv. Offensiv, so. Jetzt haben wir auf Offensiv gestellt. Jetzt steht es 0-2. Nein, steht es nicht. Schön. Jetzt mit in die Offensive was nehmen. Klöps hat eine neue Datei angefangen. Es ruckelt. Müller. Wirtschatz. Hat Platz. Eckball? Nein. Gustavo. Gomez! Das war doch mal eine schöne Chance. Habe ich auch gleich wieder vergessen, was zu sagen. Ich will hier einen Punkt und jetzt gibt's Einwurf für Dortmund. Gibt's Einwurf für Dortmund. Sehr schön, hier von Müller unter Druck gesetzt. Einwurf für uns. Müller. Robben! Oh! Das war unser erster Torschuss, ne? Das war unser erster Torschuss in Minute 79. Mann, 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 Mann. Okay, weiter geht's. Schön früh. Wir gehen auf sehr offensiv. Gehen auf sehr offensiv. Bartstuber schön dazwischen. Boateng. Gustavo. Müller. Müller. Robben natürlich. Verliert einen Ball gegen Kringel. Ich hab gedacht, gerade Robben wird in diesem Spiel gut spielen. Ich mein, gegen Kringel, hallo? Jetzt schön Gustavo einmal nachgesetzt. Ja, da müssen sie dranbleiben. Dürfen sie doch nicht Leitner an Michael Richards vorbeilassen. Und Gustavo auch noch wunderschön gemacht.
Van Boateng bleibt er dann hängen. Schweinsteiger. Ribery. Ballverlust. Gustavo. Robben. Richards. Wieder Richards. Eckball? Eckball! Eckball für uns! Wir haben nochmal die Chance. Durch einen Eckball. Neuer ist mit vorne. Ah, wir verlieren mit 1:0 gegen Dortmund. Verlieren mit 1:0 gegen Dortmund. Es war ein total langweiliges Spiel. Es ist nichts passiert, außer das hier. Das 1:0 für Dortmund. Das war's eigentlich. Die Halbzeitstände sind gleich die Endstände. Alles klar. Neuer bester Spiel mit einer 6,6. Ach, Leute. Mann, ein 0:1 gegen Dortmund. 5 Punkte sind wir jetzt schon weg von denen. Also, sind die weg von uns. So. Mann. Gehen wir noch ein Stück weiter. Alles klar. 5 Punkte sind es schon. Mann. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel gegen Mainz. Die sind 14. Da muss dann ein Sieg her, sonst ist Dortmund Meister. Also wir haben jetzt ein Tief, ne? Das können wir auch mal angucken. Und Spiele und Ergebnisse. Zuletzt ein 0:1 gegen Dortmund, davor ein 1:1 gegen Augsburg. Davor ein 1:0 gegen Nürnberg, das war ziemlich gut. Davor 3:1 gegen Hertha, 4:1 gegen Hannover, 1:1 gegen Hoffenheim. Wir lassen immer wieder Punkte liegen und das gefällt mir nicht. Gegen Mainz gewinnen wir wieder, versprochen, am Mittwoch. In Mainz. Bis dann. Tschüss.